Und mir tut das jetzt übelst leid, Leute, aber ich brauche Essen. Drei Erfahrungspunkte. Ah, wir haben 8 Stück. Okay, dann hole ich erstmal. Das ist geil. Das gefällt mir jetzt gerade, muss ich zugeben. Wir machen erstmal das hier. So. Können jetzt also auch eine Steinaxt machen. Das ist gut. Wir machen auf jeden Fall noch den Spear. Wir machen erstmal den Spear. Und versuchen einfach dann schnell das nächste Level zu erreichen irgendwie. Jo, das war's erstmal gewesen. Und jetzt haben wir das mit hier drin. Okay, das gefällt mir allerdings ganz gut. So, so ein Skillsystem und so, das finde ich doch wieder ganz positiv, muss ich sagen. Ich kann mich ja nur wiederholen. Für mich ist das jetzt auch ja alles das erste Mal. So, wir brauchen Wood, Flint, Fiber. Und hier auch. Okay, Leute, dann lass das mal weiter Zeug jetzt hier einfach aufsammeln. Aber wieso habe ich denn jetzt die Pickaxe nicht? Ah, die müsste jetzt eigentlich im Inventar drin sein, oder? Hier ist sie. Okay, dann mache ich das hier wieder raus. Wisst ihr was? Ich glaube, der Surfer ist einfach nur sehr laggy. Das ist einfach nur sehr laggy hier. So, jetzt auf die 1. Alter Schwede, wie wir uns hier abragern. So, wir haben kriegen auf jeden Fall so gut Steine dazu. Das ist großartig. Und die Pickaxe hat links unten auch schon wieder so einen grünen Balken. Also wird die wahrscheinlich auch sowas wie eine Haltbarkeit haben oder so. Schätze ich zumindest. Alter Schwede. Das hat geknallt. Kann ich damit auch auf den Baum draufhauen oder ist das eher ungünstig? Okay, das ist Bambus, da kann ich gar nichts machen. Ah, okay, cool. Ja Leute, da mache ich jetzt erstmal noch keine Axt, da mache ich mir erstmal so eine Nahkampfwaffe. Das halte ich für die beste Idee. Auf jeden Fall tun wir uns nicht mehr weh, das ist schon mal sehr, sehr gut. Los, wir brauchen Holz, 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 wir brauchen Holz. Aber ey, ohne Scheiß, die Schriftart. Hätten sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können, so, das geht gar nicht. Aber es soll. Aber wenigstens gehen die Werkzeuge nicht ganz so schnell kaputt. Und zwar Axis momentan auf 70, nee, auf 90%. Jo! Baumfeld. Okay, aber dann kriegt man kein Holz mehr dafür. Und bitte lass doch mal diese Meldung dann länger. Das ist wie. Also ich komme da nicht zum Lesen. Tut mir leid, aber wie soll man das denn machen? Keine Ahnung, was sie mir da sagen wollen. So, wir machen es einfach mal weiter hier. Machen wir weiter. Oh, guck mal. Ich glaube, die sind vom. Das ist ja weg. Das ist einfach der Surfer. Der ist ein bisschen laggy, so wie es aussieht. Kann ich übrigens schnell rennen? Okay, wenn ich Shift gedrückt halte. Wer hätte das gedacht? Aber ich bin heute auch schon sehr lange wach, Leute. Ich bin heute noch ein bisschen langsamer als, im Kopf als sonst schon. Oh, guck mal da. Welche Stufe bist du? What the fuck, Level 16. Okay, dann lass mal schön in Ruhe. Lässt du mich jetzt wieder an oder lässt du mich in Ruhe? Lässt mich in Ruhe, das ist nett. Jetzt würde ich mir wünschen, dass ich die ganzen Dino-Namen kenne. Ich habe davon, also ich weiß, was ein T-Rex ist. So. Ja. Ist da hinten? Ist das ein Stein oder ist das irgendein... Okay, mir ist wieder kalt. Ja, ich gehe ja schon wieder ins Warme. Mich würde mal interessieren, was da hinten so leuchtet. Seht ihr das? Aber ich getraue mir da jetzt auch gerade nicht rüber zu schwimmen. Da kommt irgendwas. Ist das ein Säbelzahntiger? Ich glaube, ich bin noch zu schwach für sowas, oder? Ich habe Angst, dass ich das instant verrecke und ich will es eigentlich nicht sterben. Außerdem ist es ja, ich mach mal weg, Leute, ich mach weg. Außerdem ist es übelst laggy. Ach du Scheiße. Sieht aber jetzt nicht unbedingt besser aus. Ich guck mir lieber die Natur ein bisschen aus der Distanz an hier gerade. Guck mir das aus der Distanz an. So eine Schwillkröte könnte ich vielleicht schaffen. Weiß ich nicht, die hält wahrscheinlich viel aus. Guck mal, ist da hinten ein Lager? Oh, Alter, die Sonne. Die ist schon ein bisschen nervig. Das sah doch gerade so aus, als wäre da ein Lager gewesen. Jetzt ist da plötzlich nichts mehr. Oder waren das die Steine? Auf jeden Fall sind hier Menschen, guck mal.
Hallo? Hey du. Alter, also das mit, die müssen da unbedingt nochmal dran arbeiten, was hier die Körperform angeht. Das geht gar nicht. Und ich dachte, wie gesagt, wirklich schon, ich wäre hässlich. Okay, ich werde nicht mehr dargestellt, oder jetzt habe ich wieder dargestellt. Ich sehe ja wirklich noch verhältnismäßig normal aus. Hey, Buddy. Hello. Sieht ein bisschen aus wie eine Comicfigur, der Gute. Das Sepp. E-Access Inventory. Darf ich das machen? Ich habe aber leider nichts zum Kochen, das ist jetzt ein bisschen das Problem. Alter Schwede. Aber ich finde das total faszinierend mit den Dinos hier. In der freien Wildbahn. Guck mal. Auch wenn er ein bisschen Lektorgude, der hat ein bisschen Stadtschwierigkeiten. Na komm, hoch mit dir. Okay, jetzt kann er wieder sich frei bewegen. Ja, das ist schon cool. Das ist cool auf jeden Fall. Also mit den Dinos hier, das fetzt mir. So, Sepp, ich lasse dich erstmal in Ruhe. Ich mache mal ein bisschen weiter hier. Ich muss mir aber irgendwie, ich muss mir jetzt mal irgendwas zur Jagd machen. Ich muss mal auf die Jagd gehen. Ich brauche Futter. Aber ich könnte auch notfalls eigentlich mit der Pickaxe was erlegen. Ich bräuchte halt nur eine geeignete Beute, die nicht allzu mächtig ist. Aber ich habe auch Angst vor so einer Schildkröte. Es muss ja irgendwo auch Dodos geben oder so, oder? Egal, ich gucke erstmal weiter. Ja, das sieht auch zu stark aus. Okay, ich muss mal wieder ins Wasser. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie im Zoo. Das hat gerade ein bisschen was wie Zoo. Einfach so Tiere angucken. So. Hey, ganz ruhig. Nichts passiert. Wieder hoch. Da ist ein Dodo! Mate boosted. Und mir tut das jetzt übelst leid, Leute, aber ich brauche Essen. Okay, das war der hinter uns gewesen, oder? Aber wir brauchen was zu essen, Leute. Aber ich kann den nicht töten. Er ist so niedlich. Okay, und das ist das Männchen. Nö, das... Ey, ich bring das gerade echt nicht übers Herz hier, die Dodos zu killen. Aber das ist die einzige Beute, die mir bleibt am Ende. Der ist Level 1 nur, der Kleine. Ey, ich kriege jetzt bestimmt ganz viele Hasskommentare, aber ich getraue mich, finde ich die gerade voll niedlich hier. Ich kriege jetzt Hasskommentare, weil ich es nicht übers Herz bringe, die umzuhauen. Aber wir müssen auch überleben. Wir brauchen was zu essen. Gibt es denn irgendwo eine Anzeige eigentlich? Was jetzt irgendwie Hunger angeht oder so. Ich finde zumindest gerade nichts. Aber ich gehe mal davon aus. Ich meine, es ist ein Survival-Spiel. Man muss hier essen. Was ist denn das links unten für eine Meldung? Ich weiß es nicht. Und... Ah, guck mal doch, hier rechts unten haben wir so einen Schenkel. Also wir haben noch Zimmer, noch braucht man nichts zu essen. Aber ich muss irgendwann... Muss ich wohl so ein Dodo umhauen. Aber jetzt nicht. Ich kann doch nicht lachen, die sind so niedlich. Wir versuchen einfach schnell im Level hochzukommen, damit wir dann irgendwie irgendeine andere Kreatur erlegen können. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht so ein Säbelzahntiger oder so. Oh, da werden jetzt böse Kommentare kommen. So, aber ich kann die mit den Dodo nehmen, die sind schon niedlich. Wir machen jetzt erstmal weiter, wir gucken mal noch ein bisschen hier. Wir kunden erstmal, wenn ich sterbe, dann ist es halt so. Dafür hat ein Dodo überlebt. Level sind die denn hier? Level 15, okay. Ich gehe mal so davon aus, so ein Säbelzahntiger, der wird auch ganz schön hoch sein vom Level. Ich versuche nur mal das Level rauszufinden, dann renne ich wieder weg. Nö, Level 3 sind die nur. So ein Säbelzahntiger, das ist okay, aber ich meine, das Problem ist, ruckelt halt auch ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in der Lage bin, da zu gewinnen, so einen Kampf. Und das sind halt auch mehrere gerade. Mal sehen, ob wir einen einzelnen irgendwo finden. Den würde ich dann probieren. Wir versuchen mal ein Level noch hochzukommen, wenigstens auf Level 3. Wofür sind die? Ich guck gerade. Wir brauchen gar nicht mehr so viel Erfahrung. Okay, das ist nur die Schildkröte. Und zwar hätte ich gerne. Ich habe ein bisschen Angst hier. Weil, sind wir mal ehrlich, ich bin ja eigentlich ein ganz schönes Opfer.
Ich hätte gerne den Speer. Da brauchen wir noch 6x Wood und Fiber brauchen wir. Die Frage ist, wie kann ich Fiber herstellen? Vielleicht muss ich das auch dann erst noch skillen. Das könnte sein. Okay. Den Hut kriege ich leider nicht angezogen. Das kriege ich auch nicht runtergezogen. Da müssen wir dann mal gucken. Aber irgendwie, es gibt auf jeden Fall... Boah, guck mal, die Sonne geht jetzt um, ne? Was dann dahingehend heimtückisch sein kann. Weil dann ist es erstmal dunkel. Und ich habe keine Ahnung. Und es ist kalt. Und uns ist auch noch kalt. Also ich muss dann ganz dringend Lagerfeuer machen. Ob wir die Nacht überleben, ich wage es zu bezweifeln. Weil ich krieg's ja nicht mal übers Herz, ein Dodo zu töten. Können wir denn Lagerfeuer schon machen? Hatte ich mir das Ding geholt? Ich glaube. Alter. Der greift uns doch bestimmt an, oder? Das ist wie so ein Riesenvogel. Ich mach erstmal weg hier. So, ich versuche mal noch ganz schnell Level 3 zu wehren, irgendwie, damit wir das Campfire uns kaufen können, weil das habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich sammle erstmal noch ein bisschen Holz hier. Ich glaube, mit einer Steinaxt würde das deutlich besser gehen. Nee, die ganzen Sounds hier, die machen mich fertig. Das Vieh, das ist doch bestimmt aggressiv, oder? Das folgt mir. Ich renne mal weiter weg hier gerade. Ich renne mal weiter weg. Ah, so ein Säbelzahntiger, ey, das würde auch reizen, als mal drauf zu hauen. Und es ist auch schon wieder, also wir müssen jetzt echt ein Lagerfeuer machen, also jetzt mal ganz ruhig. Ich guck mal eben, was ich für die Steinaxt brauche. Kann ich sogar schon machen. Honeycraft Item. So, jetzt. Okay. Kann ich da jetzt auch rausgehen aus dem Menü? Hm? Jo, wir sind fertig. Großartig. Reinziehen muss ich das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war unnötig gewesen. Das muss ich jetzt reinziehen. Ich habe Angst, dass der Vogel mich angreift. So, dann lass mal noch ein paar Bäume fällen. Dann kriegt man nämlich gleich eine Erfahrung. Wir haben Level 3, dann kann ich das Campfire holen und mir vielleicht sogar noch einen Speer machen. Und da hinten ist ein Dodo. Notfalls muss ich dann den Dodo erlegen, Leute. Weil ich brauche ja eigentlich vor allem ein Campfire. Das ist wichtiger. Hunger ist noch okay. Rechts unten der Schenkel ist so zu 70% leer oder so. Wow! Ich glaube, der wollte uns angreifen, aber er hat es nicht geschafft wegen dem Leck. Und er ist Level 13, der ist ja gar nicht Level 3. Okay, ich bin weg, Leute. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg. Oh, guck mal. Das sieht halt echt episch aus hier. Drum ist mir das auch gerade so egal, wenn ich dann sterbe, sterbe ich halt. Ich will halt vor allem mir das hier erstmal angucken. Ist halt ein bisschen schade, dass es laggt. Ey, ich bin kurz davor, mir einen eigenen Surfer zu holen, dass man damit einen guten Ping spielen kann. Und... Also ein eigener Surfer, also wenn das Spiel cool ist, dann hole ich mir einen eigenen Surfer, ey. Könnt ihr dann auch mitzocken? Das sieht so toll aus, also das sieht echt toll aus, das ist beeindruckend.